Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video dreht sich alles rund ums Thema professionelle Zahnreinigung. Was genau das ist und für wen sie geeignet ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran! Die professionelle Zahnreinigung ist eine Prophylaxemaßnahme. Sie beugt Karies vor, Zahnfleischentzündung und Parodontitis. Bei der professionellen Zahnreinigung werden sämtliche harte und weiche Belege entfernt und ihr bekommt eine individuelle Beratung für eure Mundhygiene. Die professionelle Zahnreinigung wird allerdings nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Dennoch lohnt es sich mal nachzufragen bei eurer Krankenkasse, denn einige Krankenkassen geben trotzdem einen Zuschuss oder irgendeine Art von Bonus dazu. Ansonsten zahlen die Krankenkassen nämlich nur einmal im Jahr das reine Zahnsteinentfernen. Eine professionelle Zahnreinigung ist aber deutlich umfangreicher und wirklich für jeden von euch sinnvoll. Sie gehört zu einer optimalen Mundhygiene dazu. Egal wie gut eure Mundhygiene zu Hause ist, sie ist leider trotzdem nicht ausreichend. Ihr bekommt mit der Zeit trotzdem die ein oder andere Verfärbung, hartnäckige Belege und eure Zähne werden durchs Essen mit der Zeit auch ein bisschen rauer. Darum ist die professionelle Zahnreinigung für euch wirklich wichtig. Wie läuft so eine professionelle Zahnreinigung denn eigentlich ab? Zunächst einmal muss ich sagen, es ist eine Individualprophylaxe. Das heißt, der Ablauf und der Umfang können von Patient zu Patient und auch von Praxis zu Praxis variieren. Es ist kein Standardkonzept. Trotzdem gibt es einige Punkte natürlich, die im Groben und Ganzen ablaufen. Und das möchte ich euch jetzt einmal erklären. Natürlich macht es auch einen Unterschied aus, ob ihr zum allerersten Mal zur professionellen Zahnreinigung geht oder ob ihr regelmäßig hingeht und die Prophylaxehelferin euch vielleicht schon kennt. Zu Beginn unterhaltet ihr euch erstmal mit der Prophylaxehelferin. Sie guckt sich eure Anamnese an, bespricht eure Putzgewohnheiten, eure Mundhygienegewohnheiten. Sie guckt, welche Krankheiten ihr habt, welche Medikamente ihr nehmt. Und wenn ihr häufiger da wart, dann bespricht sie auch, wie es seit dem letzten Mal gelaufen ist, ob ihr bestimmte Tipps umsetzen konntet und wie sich das Ganze entwickelt hat. Dann als nächsten Schritt werden die Zähne angefärbt mit diesen Plaque-Search-Lösungen. In dem Fall müsst ihr keine Tablette zerkauen, sondern normalerweise färbt die Prophylaxehelferin eure Zähne mit einer Lösung ein, sodass man hinterher eben sehen kann, wo noch nicht gut geputzt worden ist, wo noch Belege drauf sind. Sie zeigt euch das im Spiegel und kann das schon mal vorab mit euch besprechen, wo noch Schwachstellen sind und wo ihr beim Zähneputzen einfach besser darauf achten solltet, noch gründlicher zu reinigen. Dann als nächsten Schritt folgt die eigentliche Reinigung mittels Schall- oder Ultraschallscalern, Handinstrumenten, Pulverstrahlgeräten und auch Zahnseide und Interdentalwürstchen. Damit werden sämtliche harte und weiche Belege von euren Zähnen entfernt. Alle Zahnflächen werden ringsherum von allen Seiten gründlich gereinigt, auch die Zahnzwischenräume und auch ein bisschen die Zahnfleischtaschen, also auch etwas unterhalb des Zahnfleisches, werden die erreichbaren Stellen alle ganz gründlich gereinigt. Als nächstes folgt die Politur. Bei der Politur werden die Zähne mit Hilfe einer Polierbürste oder eines Polierkelches und Polierpaste poliert, also geglättet. Das heißt, die Zähne kriegen eine ganz glatte Oberfläche und an einer glatten Oberfläche können sich nicht so leicht wieder Bakterien oder Belege festsetzen. Der letzte Schritt ist die Fluoridierung. Dabei trägt die Prophylaxehelferin einen Fluoridlack auf eure Zähne auf zum Kariesschutz. Falls ihr keinen Fluorid verwenden wollt, dann könnt ihr trotzdem eine professionelle Zahnreinigung machen lassen. Wer meine anderen Videos kennt, der weiß, dass ich Fluorid empfehle. Aber es ist natürlich eure eigene Entscheidung. Und wenn ihr keinen Fluorid verwenden wollt, dann könnt ihr eben diese professionelle Zahnreinigung auch ohne Fluorid machen. Während dieses ganzen Prozederes und der Reinigung und auch danach im Anschluss erklärt euch die Prophylaxehelferin ganz genau,
was es mit euren Zähnen auf sich hat, auch wie eure Zahnfleischsituation ist, wo ihr bestimmte schwierige Stellen habt, die ihr schwierig erreichen könnt, wo ihr beim Putzen besonders drauf achten sollt, vielleicht verschachtelte Zähne, gedrehte, gekippte Zähne, irgendwelche Nischen, alles Besondere an euren Zähnen und an eurem Zahnfleisch erklärt sie euch. Sie gibt euch Empfehlungen, welche Zahnbürste für euch gut geeignet ist, welche Zahnpasta ihr am besten verwendet, ob und welche Mundspülung sinnvoll ist. Außerdem kann sie euch nochmal ganz genau zeigen, wie man Zahnseide richtig benutzt, wie man Interdentalbürstchen richtig benutzt. Sie wählt die richtige Größe von den Interdentalbürstchen für euch aus, passt die Größten an, zeigt euch, in welchem Zahnzwischenraum ihr welche Größe braucht. Das habe ich in meinen Videos zu Interdentalbürsten ja auch immer betont, wie wichtig das ist, dass ihr die richtige Größe verwendet und die Größe anpassen lasst von eurem Zahnarzt oder eurer Prophylaxehelferin. Und die Prophylaxehelferin kann euch dann auch mal wirklich ganz genau zeigen, wie es funktioniert. Wenn ihr Fragen habt und nicht richtig damit umgehen könnt, dann zeigt sie es euch. Ihr könnt mit ihr zusammen sogar üben. Ihr macht es ihr vielleicht einmal vor und sie kann genau bei euch gucken, woran es hakt, warum ihr es noch nicht so richtig hinbekommt. Sie berät euch in Ernährungsfragen. Sie geht ganz individuell auf euch ein, das heißt auf eure Zähne, euer Zahnfleisch, eure Lebenssituation, eure Krankheiten, eure Tabletten, eure Schwierigkeiten. Auf all das kann sie wirklich eingehen und euch erklären und zeigen. Und sie ist natürlich auch für all eure Fragen da. Alles, was ihr noch beantwortet haben möchtet, in dem Zusammenhang kann sie euch natürlich auch beantworten. Das heißt, es ist eine ganz individuelle Beratung, die ihr noch dazu bekommt. Man muss dazu aber sagen, dass diese Behandlung eine medizinische Behandlung ist und keine kosmetische und schon gar keine Wellness-Behandlung. Das heißt, im Vordergrund steht wirklich der medizinische Aspekt, dass eure Zähne von sämtlichen Belegen befreit werden, dass die Bakterien gelöst werden, dass es somit letztendlich zur Zahngesundheit und zur Zahnfleischgesundheit beiträgt. Das heißt, die Zahngesundheit, die Mundgesundheit steht im Vordergrund. Als Nebeneffekt werden eure Zähne auch ein bisschen heller, vor allem wenn sie viele Verfärbungen hatten. Denn saubere Zähne sehen nun mal einfach heller aus als nicht saubere Zähne. Aber es ist natürlich kein Bleaching-Effekt da, das ist klar. Eure natürliche Zahnfarbe kann erreicht werden, aber nicht noch heller als eure natürliche Zahnfarbe. Und wie gesagt, das ist auch nur der Nebeneffekt. Im Vordergrund steht immer die medizinische Behandlung. Das heißt aber auch, dass so eine professionelle Zahnreinigung schon mal unangenehm sein kann oder auch wehtun kann. Wie gesagt, es ist keine Wellnessbehandlung und das muss man dazu einfach wissen. Es kann sogar noch einige Tage danach das Zahnfleisch gereizt sein oder wehtun. Es kann auch sein, dass eure Zähne hinterher empfindlicher sind. Vor allem, wenn ihr viel Zahnstein habt und zum ersten Mal zur Zahnreinigung geht. Denn dann wird ja der ganze Zahnstein gelöst und dann sind eure Zähne im ursprünglichen Zustand. Das heißt, dass eventuell auch Zahnhälse freiliegen, die vorher von dem Zahnstein bedeckt waren. Und freiliegende Zahnhälse sind natürlich erstmal empfindlich. Trotzdem ist es wichtig, dass der Zahnstein entfernt wird für eure Mundgesundheit. Also das darf man einfach nicht verwechseln, weil einige Patienten denken dahinter auch, oh, jetzt habe ich aber mehr Probleme als vorher, jetzt sind die empfindlich geworden, mein Zahnfleisch ist gereizt. Ja, aber das ist Dann wird der eigentliche Zustand eurer Zähne bloßgelegt. Und diese Empfindlichkeiten legen sich auch dann wieder, vor allem, wenn ihr es regelmäßig macht. Das ist eben ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht nur einmal hingeht und dann nie wieder, sondern dass ihr es regelmäßig macht. Wie oft sollte man die professionelle Zahnreinigung also machen? Auch das ist individuell. Mit euch wird individuell das Zeitintervall festgelegt. Ich sag mal so, der Durchschnittspatient sollte alle halbe Jahr zur Zahnreinigung gehen. Einmal im Jahr ist auch schon ganz gut, aber am besten wäre wirklich alle halbe Jahr, genauso wie die Kontrolle beim Zahnarzt auch, wäre es am besten, ihr würdet alle halbe Jahr diese professionelle Zahnreinigung machen lassen. Aber das Intervall ist, wie gesagt, wirklich individuell. Es kann auch sein, dass es bei euch Sinn macht,
häufiger zur Zahnreinigung zu gehen, also zum Beispiel alle 4 Monate oder alle 3 Monate. Das müsst ihr wirklich mit eurer Prophylaxehelferin besprechen. Wie teuer ist die professionelle Zahnreinigung? Auch das fragt ihr am besten in eurer Zahnarztpraxis nach. Ich kann euch die Antwort nicht geben, denn der Preis ist einerseits abhängig von Praxis zu Praxis und aber auch von Patient zu Patient. Er wird gemessen nach Zeitaufwand und je nachdem, wie aufwendig es bei euch war und wie lange es gedauert hat, kann es eben unterschiedlich teuer sein. Und auch je nachdem, wie viele Zähne ihr überhaupt noch habt. Wenn ihr weniger habt, dann ist halt auch nicht mehr so viel zu tun, dann wird es auch günstiger. Wer führt denn diese professionelle Zahnreinigung durch? Ich habe es jetzt ja schon sehr oft in diesem Video erwähnt. Entweder ist es die Prophylaxehelferin, also die zahnmedizinische Prophylaxeassistentin, oder die Dentalhygienikerin. Die haben eine spezielle Ausbildung gemacht, um diese professionelle Zahnreinigung durchführen zu dürfen. Das heißt, nach ihrer eigentlichen Ausbildung zur Zahnarzthelferin, sprich zahnmedizinischen Fachangestellten, haben sie noch Weiterbildung gemacht, entweder zur zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin oder sogar zur Dentalhygienikerin. In einigen Praxen führt auch der Zahnarzt oder die Zahnärztin selbst die professionelle Zahnreinigung durch. Aber das ist eher die Ausnahme und wird auch immer seltener. Die meisten Zahnärzte haben heutzutage Angestellte, die die professionelle Zahnreinigung für sie durchführen. Dürfen auch Kinder die professionelle Zahnreinigung machen? Ja, auf jeden Fall. Bei Kindern ist es sogar so, dass von 6 bis 17 Jahre die Krankenkassen alle halbe Jahr die Zahnreinigung bezahlen. Und zwar im Rahmen der Individualprophylaxe. Bei Kindern ist der Ablauf noch mal ein kleines bisschen anders. Es dauert auch alles nicht so lange in der Regel wie beim Erwachsenen. Aber auch da werden die Zähne angefärbt und gereinigt, die Ernährung besprochen und so weiter. Also auch für Kinder von 6 bis 17 Jahren wird es alle halbe Jahr sogar bezahlt von den gesetzlichen Krankenkassen. Ab 18 wird es dann leider nicht mehr bezahlt. Allerdings, wenn ihr noch zur Schule geht oder eine Ausbildung macht oder studiert, könnt ihr ruhig mal in eurer Praxis nachfragen, ob es da vielleicht Ermäßigung für euch gibt. Fassen wir das Ganze also nochmal zusammen. Was ist die professionelle Zahnreinigung? Bei der professionellen Zahnreinigung werden sämtliche harte und weiche Belege von all euren Zahnoberflächen entfernt. Außerdem bekommt ihr eine individuelle Beratung. Es ist eine Individualprophylaxe. Es wird also auf euch individuell eingegangen und euch individuell Empfehlungen ausgesprochen für eure Mundhygiene und eure Ernährung. Damit beugt die professionelle Zahnreinigung Karies, Zahnfleischentzündung und Parodontitis vor. Dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig darüber freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.